Aber geehrter Herr Präsident, grüß Gott, meine Damen und Herren. Und wieder kommen Millionen Zuwanderer ins Land, zwar vor allem Ukraine-Flüchtlinge, aber auch mittlerweile genauso viele Asylbewerber, seit Jahresbeginn je 80.000. Wie viele dieser Asylbewerber im Schlepptau der Ukraine-Zuwanderung hinzukamen und weiter hinzukommen und sich als Ukrainer ausgeben, ist völlig unbekannt. Die Justizministerin sprach Anfang 2022 davon, dass ukrainische Pässe zur Waisenware unter nicht asylberechtigten Flüchtlingen anderer Nationen entwickelt würden, also sich entwickelt haben. Dennoch, bis heute werden nicht erhoben, wie viele Drittstaatler sich erfolglos oder erfolgreich als Ukrainer ausgeben. Wie viele illegale Einwanderer damit in den Genuss des Bürgergeldes kommen und unbelästigt von der Asylbürokratie bleiben, ist somit nicht bekannt. Und wenn schon, Frau Ministerin, trösten Sie sich damit, illegale Zuwanderung ist eh nicht strafbar. Mit dem Zauberwort Asyl lässt sich der Daueraufenthalt ja sowieso problemlos sichern, ob Ukrainer oder nicht. Da spielen ein paar falsche Pässe auch keine große Rolle mehr. Wir erleben die Kapitulation eines Staates vor der Masseneinwanderung. Erneut werden, wie damals, die wenigsten der völlig unqualifizierten Asylbewerber in Lohn und Brot kommen. Erneut sind keine Ärzte, Ingenieure oder Raketenbauer unter den Asylbewerbern. Diese dreiste Lüge würde heute sowieso niemand mehr glauben. Bezahlbarer Wohnraum ist durch diese Massenmigration praktisch verschwunden. Sie, die gut bezahlten Abgeordneten, haben das Problem nicht. Aber umso mehr unsere eigenen sozial schwachen Bürger. Für die ist das ein Schlag ins Gesicht. Stattdessen erleben wir einen ergebnislosen Migrationsgipfel nach dem anderen und ein nie dagewesenes Migrationschaos, noch heftiger als 2015, 2016. Die Ursünde ist nach wie vor nicht behoben, weil es am politischen Willen fehlt. Bis heute gibt es keine wirksamen Grenzkontrollen und Zurückweisungen an den Außengrenzen, obwohl sie nachweislich möglich und zwingend notwendig wären, um Schaden von Baden-Württemberg abzuwenden. Das Ergebnis dieser entgleisten Politik der offenen Grenzen für das Jahr 2022 war absehbar. Die Kommunen sind heillos mit dem extremen Anstieg der Ukraine-Flüchtlinge und allgemein Asylbewerberzahlen überfordert, wovor wir von der AfD immer gewarnt haben. Die Verzweiflung bei den Präsidenten von Gemeinde- und Landkreistag ist enorm. Die Rede von Dauerkrisenmodus und überschrittenen Belastungsgrenzen. Im Osten passiert schon der Super-GAU für die etablierten Parteien. Die AfD arbeitet mit anderen bürgerlichen Fraktionen teilweise zusammen in der Abwehr von Flüchtlingsunterkünften. Den Wahnsinn, den wir erleben, in Zahlen gefasst, heißt, im ersten Quartal 2023 wurden europaweit 237.000 Asylanträge gestellt. Davon auf Platz 1 74.000 in Deutschland. Das sind mehr als bei den beiden nächstplatzierten Ländern, Frankreich und Spanien. 67% Syrer, 52% aller Afghanen, 60% aller Türken europaweit stellen ihre Anträge in Deutschland. Die Quartalszahlen liegen 88% über dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Zahlen hochgerechnet würden 2023 erneut ca. 220.000 Asylanträge gestellt und ebenso viele Ukrainer kämen neu hinzu. Glauben Sie mir, es werden viel mehr werden. In den letzten Jahren erleben wir ca. 2 Millionen Zuwanderungen aus Drittstaaten, einem Familiennachzug in unbekannter Anzahl, dazu ca. 1 Million Ukrainer. Weil das alles nicht reicht, importierte der Bund dazu noch bisher ca. 30.000 sogenannte Ortskräfte auf Afghanistan bis heute. Von diesen haben die meisten noch nie einen deutschen Soldaten in Afghanistan gesehen. Vielmehr darf praktisch jeder kommen,
den Flüchtlingsorganisationen völlig unkontrolliert in Afghanistan aussuchen. Baden-Württemberg ist rechnerisch mit 13% aller dieser Zahlen dabei. Stand Ende 2022 hat Baden-Württemberg mit mittlerweile 140.000 Ukrainern das 1,5-fache ganz Frankreichs aufgenommen. Das ist doch völlig irre. All diese Menschen müssen versorgt werden mit Wohnraum, Bildung, Gesundheitsleistungen, Lebensunterhalt. Seltsamerweise stört die Hauptbetreiber dieser Masseneinwanderung, die Grünen, in diesem Fall der enorme Ressourcenverbrauch überhaupt nicht. Für 3 oder bald viel mehr Millionen Neubürger wird wertvolle Fläche verbraucht. Strom, Heizung verursachen CO2, sie fahren mit dem Auto und so weiter. Der unzählige Fluch, wir schaffen das, von Frau Merkel wird bis heute weiter und wird Baden-Württemberg und das ganze Land in den Ruin und ins Chaos stürzen. Bald wird es in jeder Gemeinde oder Kommune eine Erstaufnahmestelle geben müssen. Und niemand gebietet dem Einhalt oder wagt es gar zu fordern. Kollektives Wegschauen hat sich zum kollektiven Totschweigen dazugesellt. Das Erwachen wird fürchterlich. Und dann will es wieder niemand gewesen sein. Am anderen Ende der Schere sehen wir ein völlig desaströses Abschiebesystem. 2 von 3 der ganz wenigen Abschiebeversuche scheitern, vielfach aus lächerlichen Gründen. Außer unserer Fraktion thematisiert dieses Staatsversagen niemand. Allerdings, Staatsversagen wäre es nur, wenn der Staat diese Aufgabe ernsthaft erledigen wollte. Aber Sie, die Landesregierung, als zuständige Stellen, Sie wollen das ja gar nicht. In seltsamer Art und Weise, die schon an eine Massenpsychose grenzt, schließen Sie auch die Augen vor allen Folgen. Hilfeschreie der Landräte und Bürgermeister werden überhört. Morde und Vergewaltigungen werden hingenommen. Illa Kirchberg war nicht das erste Menetekel. Da Sie auch nicht daran drängen, mit mehr Druck auf den Bund die Abschiebemöglichkeiten zu verbessern, müssen wir uns wohl bald darauf einstellen, dass bald nicht nur ein Großteil der Abschiebungen scheitert, sondern alle. Planen Sie nur weiter fleißig Ihre Unterkünfte. Die Proteste in Ludwigsburg geben einen Vorgeschmack auf den Bürgerzorn, der kommen wird. Sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.